Hi, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt auf eine weitere Partie Planet Side 2. Ich möchte einfach wieder mal ein bisschen herumspülen und mich mehr mit der schweren Einheit beschäftigen, weil wir es endlich geschafft haben und uns einen neuen Raketenwerfer geleistet haben. Schau, der ist so schön. Es gibt viele Raketenwerfer, aber das ist mein Raketenwerfer. Mein Raketenwerfer ist ohne mich nichts und ich bin ohne meinen Raketenwerfer nichts. Sofern ich etwas treffen würde. Ja, dann legen wir einfach mal los. Wir sind übrigens auf Izmir. Also es ist nicht Inder im Winter, sondern obwohl Inder im Winter ist eigentlich Izmir. Ja, was machen wir? Ich werde mal kurz da schauen. Okay, da habe ich schon den Explosivbolzen. Eben habe mir schon überlegt, ich werde den, wie der herum schon steht, wirklich so herrichten, dass er gegen Fahrzeuge ist. Denn Fahrzeuge sind böse, vor allem feindliche böse Fahrzeuge sind böse. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, wohin es geht. Wohin geht's? Sag es mir. Oh, da unten. Okay, passt. Direkt südlich. Direkt nach Süden. Das schaffen wir. Ein bisschen mit dem Flugzeug. So. Das ist Osten. Süden ist rechts davon. So. Das schaut schon wieder so nach Biolabor aus. Aber ich glaube, das Gebiet ist noch vor dem Biolabor. Oder noch ein Biolabor. Ne, es wird vor dem Biolabor sein. Das heißt, wir können später ein Biolabor angreifen. Ist das nicht toll? Rechts unten ist wieder ziemlich Kampf. Ja, ich sehe gerade keine Gegner, ich sehe nur wieder ziemlich viele Ressourcenpunkte. Da drüben ist eine gegnerische Basis. Oh ja, es war's, sie leuchtet rot. Irgendwer, irgendwas schießt auf mich. Und das finde ich nicht toll. Na okay. Ich hätte vielleicht ein Jetpack mitnehmen sollen. Egal, passiert. Wir haben ja auf jeden Fall eine Basis gesehen. Und die Basis gehört vernichtet. Nieder mit der Basis. Hä? Wieso spawne ich da jetzt? Hä? Was ist jetzt los? Ah, gleich instant daherkommen. Ich hab gar nichts gedruckt. Ehrlich. Aber okay, auch gut. Ich frage mich zwischendurch, was bringt mir Schild? Weil eigentlich interessiert es den Gegner nicht, ob ich ein Schild dabei habe oder nicht, gell? Hä, warum spawnt? Ach so. Ach, ich wäre vorhin, wo ich eh gedruckt habe, wollte ja aussteigen und das hat er übernommen, deswegen bin ich gleich gespawnt. Die wollen es so, dann soll es so sein. Okay, machen wir anders. Machen wir anders. Wir gehen jetzt immer schnell als Schleicher da rein. Ich möchte den Stützpunkt da jetzt infiltrieren und annektieren. Verdammt, bin ich noch da? Ich bin noch da. Nein, nicht runterglitschen. Ziemlich viel Gegner, gell? Auf einmal. Die wuseln da herum wie Ameisen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Das ist übrigens mein "Du siehst mich nicht" Song. Wer hätte das gedacht, gell?
einfallsreich bis zum Schluss. Ja, da sind überall Gegner. Ich spotte sie. Da, Gegner. Da oben, Scharfschütze. Da oben, Gegner. Da oben, Gegner. Aber, dies... Verdammt! Wir wollen das jetzt. Hättest du mich gesehen, was es war, jetzt aber nur Glück. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Okay. Muss wieder zurück zu alter Stärke. Kurz an der Nase kratzen. Weil das für die Konzentration. Kurz runter. Fahrzeug. Ich brauche ein Fahrzeug. Ich einfach verschalten mal aus. Den brauche ich jetzt nicht. Wir nehmen einmal Flash. Flash! So. Wir fahren nach Süden. Das ist Westen. Wir fahren nach Westen, weil da drüben ist Chaos. Komm. Und Süden. Kurve driften. Mir kommt nicht so vor, es war der... Oh, Gegner. Feindlicher Gegner. Feindlicher Gegner vor allem. Das ist so ein komischer Sammler. So Stützpunkt, Ressourcen, Abgreif, Vehicle. Was? Panzerbrechende Raketen, Tausender. Pff, Respekt. Ja, ich weiß, jetzt bin ich erst wieder dogspawned. Warte, die greifen mir schon hier an. Ach, schon wieder so viele Gegner. Hier ist so ein Epileptiker-Spieler. Mann, ich hab keine Energie und ich kann da jetzt nicht lossprinten, weil sonst sägen mir alle. Mann, ich hab Sorgen, oder? Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Can't see me. Das ist eigentlich eine super Überleitung eigentlich. Hey, ihr könnt mir nachladen. Ich hab ja gerade Zeit. Hab grad nichts zu tun. Man sieht, ich hab gar keine Probleme. Schau, wie sie kommen, wie sie da rauswuseln, wie die sieben Zwerge, alle aus dem Wald. Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen, verdammt. Jetzt wollte ich mir gerade ins Gestrüpp werfen. Heroisch, so wie ich bin. Ja, toll. Aber wir haben eins verdient. E-Mail hin. Komisch, dass er nirgends für den gegnerischen Stützpunkt zieht. Schon irgendwie schräg. Warum sollte da hinten spawnen, wenn da vorne angegriffen wird? Weil ich dann vorbeifahren könnte. Das ist doch mal eigentlich eine gute Idee. Das müssen wir mal rausfinden. Ist einmal komisch, dass man mit dem Gesicht zur Wand spawnt. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, warum das so ist. Flash! Ah. So, na, wir fahren eher mehr rechts dran vorbei. Boah, jetzt gibt's da auch schon Bronzer. Da müssen wir noch weiter rechts fahren. Schnell, zu schnell. Und ein bisschen so unauffällig, dass mir die Flugzeuge nicht sehen. Ich habe gesagt unauffällig. Noch unauffälliger. Da unten am Hügel. Ich glaube, wenn es mich sehen wird, da ist wieder so ein Sammler. Ah, und als Spion kann ich den nicht zerstören. Die halten zwar nicht so viel aus, aber sie haben einfach eine bessere Panzerung. Oh, aber wenn ich Glück habe,
kann ich da hinten reinschleichen. Das sieht sogar sehr gut aus. Da. Da oben ist es, okay, auf der Brücke. Da werden wir noch kurzerhand einmal den Generator vernichten. Fällt überhaupt nicht auf. Ach, na. Okay, sie haben unten schon attackiert. Wieso ist denn so viel schon? Hä? Ah, okay, für jeden Siegpunkt kriegst du noch 1500 Punkte. Hä? Auf jeden Fall habe ich schon ziemlich viel Zertifizierungen dazu gekriegt. Auf unverständliche Art und Weise. Ich möchte da hoch. Um da hochzukommen, muss ich. Komm, da rauf, da hinten rüber. Alter, komplizierter geht's ja wohl echt nicht mehr. Aber das könnte ich machen. Dum, 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 dum. Na? Ha! Treffer! Treffer! Anhopper. Das war zu niedrig. Ach, könnt ihr Räumzunge auch noch? Schau. Ich weiß, dass der gerade auf mich schießt, aber es ist mir relativ egal. So. So, ich hab's drüben zerstört, die haben da zerstört. Im Prinzip habe ich jetzt dann zwei Einrichtungen von denen zerstört. Und wenn ich Glück hab, werden sie mich da oben auch nicht sehen. Aber ich glaube, so viel Glück werden wir nicht haben. Kurz schauen, gibt's da eine Mine? Nein. Natürlich kann ich jetzt da nicht einnehmen, das wissen wir alle. Aber nochmal kurz nachschauen. Vielleicht habe ich noch etwas Zeit. So viel haben sie noch nicht eingenommen. Ich bleibe mal optimistisch. Ja! Siehst, ein bisschen Optimismus hilft. Wie lange muss ich da warten? Beziehungsweise wie lange muss ich da aushalten? Komm, sag's. Sag's mir mit Worten. Warten! 2 Minuten 30. Okay. Also 33. Jetzt sind 30. Das ist kein Wort, das sind eigentlich Ziffern. Ein Countdown. Aber okay, mit Countdown kann ich leben. Was könnte ich da inzwischen machen? Einfach mal wieder ein Geschütz einnehmen. Aber wir haben jetzt 2 Minuten Zeit. Was soll jetzt in 2 Minuten lang zuschauen? Flugzeug! Schussfeld. Weil ich nutze ja eigentlich alles irgendwie zum Angriff. Also gut, das Schussfeld ist beschissen. Das kann man vergessen. Gehen wir nach oben, holen uns ein paar Vögel runter. Also zum Boden. Schon verstehen. Ja, also nix, keine schlechten Ideen oder so haben. Wegen Vögel runterholen. Ich bin gut zu Vögeln. Und das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
Scheiße. Das war jetzt dann vielleicht irgendwie unklug. Oder? Nee, doch nicht. Gehörst du mir? Du bist verbündet, okay. Ja, macht, schießt das Rück kaputt. Das ist mir relativ egal. Ja. Fahrt ruhig in euer Verderben. Der hat jetzt nur Glück gehabt. Ich werde schneller. Ihr merkt's. Von Bart zu Bart merkt ihr, wie ich schnell wäre. Also, wie schneller ich wäre. Ihr merkt's, meine Fähigkeiten steigen, meine sprachlichen Fähigkeiten nicht. Ja, komm, fahr rein. Musst du reparieren? Nicht da hinten. Sind es vielleicht zwar noch ein Gerät? Okay, Gott, keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ist hier nur am Bonzer noch am anderen vorbeifahren, überall wuseln Gegner herum wie was nicht? Ameisen? Wer seinen Dialekt nicht versteht, das sind so kleine Insekten, die meistens in Rudeln auftreten, ähnlich wie. Oh! Gesehen und der hat da Taschenlampe dabei. Ah, hat er mich gemessert. Ach, schade. Der Befangs-Uhr hat es eigentlich ganz gut angefangen. Muss man schon sagen. Gibt es du? Das war nicht schlecht. Ich werde es nochmal gleich probieren wie vorhin. Wieder da hinten oben. Aber es wäre. Entschuldigung, kurz räuspern müssen. Aber jetzt sind wir doch mit einem Thunder. Nee, na. Ja, doch, wenn wir mit einem Thunder starten, muss halt etwas länger fahren. Weil langsamer. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war jetzt ein. Ungebührlich. So, da drüben ist wieder ein gegnerisches Flugzeug. Flugzeug, noch mehr Flugzeuge. So. Aber ihr kennt die Taktik ja schon. Ich umschiffe das Ganze jetzt einfach mal mit meinem riesigen Sanderer Spawn-Schiff. Das wäre eigentlich auch noch interessant, oder? So Akkorden, wo es noch Ozeane oder Seen oder so gibt oder Flüsse und du brauchst wirklich Fahrzeuge, die Fahrzeuge da drüber transportieren oder so, also Schiffe. Das wäre eigentlich noch recht interessant. Das war das letzte, was da jetzt noch fällt. Na, hat der mir erkannt? Also fürs Protokoll, ich bin nicht getarnt. Also ich. Hey, da wird schon angegriffen. A wird gerade eingenommen. Wenn A eingenommen wird, dann kennt ihr da dahinter. Ich werde da oben, beziehungsweise da drunter. Ma, ich möchte da doch nur irgendwie hinfahren. Ich stehe gerade verkehrt da, aber ich fahre jetzt rückwärts drunter. Ich möchte da drunter. Was ist denn da los? Warum komme ich da nicht her? Da drunter stelle ich mich jetzt. Ja eben, geht doch. Sag ich doch. So. Und.
Einsatz. Dum 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 dum. Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erobert. Schau, wie sie da herumwuseln. Schau. Also gut, den ganzen Arrangement da jetzt wohl noch was? Gegner? Keine Mine. Wieso können jetzt diesmal wieder nicht erobern? So schnell können die doch gar nicht sein. Ah doch, geht. Na, das war für den Spawn. Na los. Holt uns das Einrichtungsgegenstück zurück. Immer wieder. Na kommt schon, ich will das da einnehmen. Was ist denn da los? Da konnten sie echt nur um, ach keine Ahnung, vielleicht Sekunden handeln oder so. Und was macht überhaupt ein roter Gegner da? Das kapiere ich nicht so ganz, der ist ja total falsch. Da oben ist totaler Krieg. Man merkt Feinde, über 100 Feinde und circa, ja, 96, sagen wir so 95, 90 Verbündete. Also da oben ist richtig, da geht's rund. 100% Effizienz, nicht schlecht. Da 100% Respekt. Aber ich möchte trotzdem da einnehmen. Und ich nicht check, warum nicht geht. Los, du wirst doch sicher den Panzer reparieren, oder? Du hast Glück gehabt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt gerade. Ja, geht doch. So, und jetzt sind wir doch etwas weiter weg von dem Punkt, damit sie mich nicht so schnell finden. Ich bin gerade wieder etwas konzentrierter. Das kann sogar vorkommen, dass ich mich mal konzentriere bei der Arbeit. Ach, der Bonzer ist ja jetzt leer. Hihi. Direkt hinter mir. Ach, mit dem letzten Schuss habe ich einmal getroffen. Wie viel hat das ausgezahlt? Ja, die Mine hat funktioniert. Ja, okay, also so aus der Hüfte brauche ich 3 Körpertreffer. Dann hätte ich ihn besiegt. Okay. Die Niederlage liegt nicht auf dem Pfad zur Erleuchtung. Na, jetzt gehe ich mal hinten herum, weil ich einfach mal wissen möchte, wie es da oben so ausschaut. Ich kennt eigentlich da dagegen das komische Teil da infiltrieren. Ah, nein, also keine Geschützstellungen.
Es hat nur da so kleine Geschütze. Ma, und ob mir so die drüber fliegen. Ja, aber wir haben schon wieder 18 Zerts. Wir nennen sie da auf Esmir. Esmir, egal. Also wir haben schon wieder Geld gemacht. Also ganze Zähne wieder extra. Ja, Schreis rückt noch lauter herum. Natürlich hat jemand Minen da gelegt. Olle. Also ist der Fahrzeugspawn. Nämlich ja interessant, um sich dazu zu verstecken. Du siehst mich nicht. Wieso hat er sich kalt? Wie hat er sich kalt? Ich weiß, ich bin wieder extrem risky unterwegs. Aber das muss halt jetzt dann auch gerade einmal sein. Zum Glück lenkt es nur noch links. Entschuldigung, falls es zu laut war, aber ich finde sie gerade super witzig. Jetzt geht er wieder in die andere Richtung. Ja, such mich rück. Siehst du mich? Ich sehe dich. I spy with my little eye something blue. Ach, schau, dass sie zu wenig Schaden macht. Also, an der Max-Einheit. Spion? Feindliches Spion. Da ist eine Mine. Ich riskiere es und versuche die Mine zu entschärfen. Das macht man mit Blei. Can't see me. De 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 de. De de. De de. Can't see me. De. Verdammt. Ja, ihr könnt es eh nicht mit einnehmen. Verdammt. Das war jetzt gerade zu witzig. Verdammt. Schau, wie viel Geld wir jetzt verdient haben. Alleine jetzt in dieser Session einfach mal. Sind die 8 jetzt noch zusätzlich? Habe ich jetzt echt schon so viel verdient? Ja, original 23. Also 22 habe ich jetzt in knapp. Ja, in einer halben Stunde verdient. Und sei mal ehrlich, ich habe gesehen, wie ich spüle. Also, ehrlich. Das kennt ihr sicher besser. Ich bin aber recht zufrieden mit meiner Arbeit, muss man sagen. Na, bin ich nicht. Wäre mit dem zufrieden, würde ich nicht weiter trainieren. Aber okay. Ob man wir das Feld da einnehmen, das sehen wir dann im nächsten Part. Schaut einfach rein, wenn ihr neugierig seid. Ich persönlich bin's. War mein Sand aber zerstört. Okay, das seht ihr das nächste Mal. Also dann, bis bald. Tschüss, euer Pfesel.